Mikrosim in eine normale SIM umwandeln. So, die normale SIM-Karte ist das hier und die Mikrosim ist das hier. Ich denke, das kennt ihr jeder, da brauche ich wohl nicht viel zu erklären. Das Problem ist, und so ist es mir ergangen, ich habe hier vorher ein Samsung-Handy gehabt, wo eine Mikrosim-Karte reingesteckt werden muss. Und ja, nun ist das Handy kaputt und ja, wann geht es kaputt? Zur ungünstigsten Zeit, wenn alle Läden zu haben, um jetzt sich irgendwelche Ersatzteile zu kaufen oder auf dem Sonntag, wie auch immer. Ich möchte oder muss auch erreichbar sein. So, ich habe hier noch etwas ältere Telefone. Am besten finde ich immer noch dieses alte Nokia-Telefon. Hält super lange und ist irgendwie total robust. Kann natürlich nicht das, was ein modernes Smartphone kann. Weiteres nutze ich sonst noch als altes Telefon ein HTC mit Windows-Betriebssystem. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass vorher ich eine Mikrosim drin hatte, jetzt für ein anderes Telefon, egal für welches ich mich entscheide, ich nehme hier das HTC, ich benötige wieder eine normale SIM-Karte. Und wie ich das wieder hinkriege, ohne jetzt ins Geschäft zu laufen, mir geht es jetzt nicht um die 4 Euro, die dieser Adapter kostet, sondern es geht mir darum, dass ich da schnell eine Lösung finde. Und das geht folgendermaßen. Wir nehmen unsere Mikrosim raus. Dann nehmen wir einen ganz normalen Tesastreifen. Den kleben wir auf die Rückseite der Mikrosim. Und zwar lassen wir, jetzt drehe ich das mal um, damit wir das sehen können. Die Mikrosim soll mit der abgeschrägten Seite quasi rausgucken, wenn man so will. Das heißt, mit der normalen glatten Seite wird sie reingesteckt. Also da, wo die abgeschrägte Seite ist, muss der Klebestreifen überstehen. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt habe ich die Mikrosim natürlich auf die Rückseite kleben. Ne? Nicht, dass wir das da vorne drauf kleben. Jetzt habe ich die Mikrosim beklebt. Jetzt bringe ich diesen Klebestreifen auf Länge, und zwar auf Länge einer normalen SIM-Karte. So. Und zwar knicke ich dazu diesen, kann man das sehen? Ja, hoffe ich. Diesen Klebestreifen bis vorne an die Kante. Knicke ich diesen so um, dass wir hier so eine Art Griff haben, damit das nicht überall festwachselt. So, jetzt haben wir hier so einen Griff. Wir können das so lassen, wenn wir kein Platzproblem in der Maschine, hätte ich jetzt fast gesagt, in diesem Telefon haben, dann können wir das auch so lassen. Was wir aber machen müssen, ist die Ränder abschneiden. Sonst könnte es passieren, dass wir die SIM-Karte nachher nirgendwo mehr rauskriegen, weil die Ränder, die jetzt hier überstehen, noch, ja, die kleben ja noch. Also schneiden wir diese Ränder einfach ab. Vom Klebestreifen, nicht von der SIM-Karte. Damit das hier nicht zack. So. Jetzt haben wir. Warum hängt hier immer noch was dran? Habe ich das nicht abgeschnitten? Na, mit den Augen ist das auch nicht mehr so. Wie das mal war. Oder die Schere ist kacke. Kann ja auch sein. Na, ich denke, da kommt beides zum Tragen. Aber wir werden das alle mitkriegen, umso älter wir werden. Das ist ja aber auch. Wir sollten es nicht auf die Platine kleben. Wir können es vielleicht ein bisschen umknicken, aber nur nicht auf die Platine. Weil dann fehlt uns ja der Kontakt.
So. Jetzt haben wir das, jetzt haben wir hier so einen Griffel. So, jetzt könnte ich zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal so ein einfaches Telefon von Nokia, so ein ganz uraltes, und probiere das einfach mal aus. Hier ist ja vorgegeben, wie die rein gehört. Und da, wo diese Kontakte an dem, ich muss das erstmal so halten, die Kontakte sind, aufklappen, da. Da muss jetzt dieser Chip rauf. Das legen wir jetzt da drauf. Und bei den älteren Modellen, die haben hier noch so eine hübsche Klappe dran. Und dann klappen wir das zu. Das ist eine. Und jetzt ist sie auch fest. Ja? So, jetzt kann ich das hier ein bisschen umklappen. Wie auch immer. Jetzt probieren wir das aus, wenn ich den Akku finde. Akku? Hallo? Akku? Nicht zwar einer, der gehört aber nicht dazu. Ah. Probieren wir das aus, ob das auch funktioniert. So, wie geht das Ding überhaupt nochmal an? Ach, da tut sich was. Ja, das ist schon mal gut zu sehen. Jetzt wollen wir mal gucken. PIN-Code eingeben. Den zeige ich euch nicht. Nee. Das machen wir nicht. Code angenommen. Telefon funktioniert. Wenn man das vielleicht sehen kann. Da nochmal sehen kann. Uhrzeit, bla bla bla. Das muss ich jetzt hier nicht einstellen. Aber man kann sehen. Ich halte das jetzt hier mal so dicht dran. Kein SIM-Kartenfehler oder sonst irgendwas, es funktioniert. Und ich glaube, billiger kann man so ein Ding nicht herstellen. So, jetzt mache ich das hier wieder aus. Ist das jetzt aus? Sonst ist es jetzt aus. So, nehme ich die SIM-Karte hier wieder raus. Unsere super, super, super SIM-Karte. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Eigentlich auch nicht. Man muss ein bisschen rumfummeln. Beim HTC HD7 ist es so, dass die SIM-Karte hier, ich zeige das jetzt einmal dahin, da so in das Gerät reingesteckt werden muss. Jetzt sieht man links und rechts eine Führung. Was sagt mir das? Von der Logik her, die normale SIM-Karte hat genau in der Mitte den Chip. Ja? Also muss ich versuchen, diese SIM-Karte jetzt, oder ja, diese neue SIM-Karte, möglichst mittig dort hineinzuschieben. Und das mache ich jetzt mal. So. Und jetzt nehmen wir uns noch ein Hilfsmittel. Und zwar, jeder hat eine Nagelfeile zu Hause. Da kommen wir nämlich super. Wer jetzt so ein System hat, es gibt ja tausende Systeme, wer weiß, was da noch alles so ist. Und jetzt schiebe ich, das ist schon relativ anspruchsvoll. Und jetzt schiebe ich einfach die SIM-Karte. Nur aufpassen, dass wir nicht die Kontakte zerkratzen. Also lieber bis hinten durch, bis es nicht mehr geht. So, und jetzt kommt der große Moment. Geht. Oder geht nicht. Müssen wir hier irgendwie starten. Entweder erzählt mir gleich SIM-Kartenfehler, dann müssen wir die SIM-Karte noch ein bisschen links oder rechts ausrichten. Oder es funktioniert gleich. Ich hoffe, das funktioniert. Windows. Windows. Windows dauert. Windows. Bitte warten. Wir haben hier noch ein anderes Modell von, aber das ist eigentlich ähnlich. Nokia hat ja hier diese hübschen Klappen dran. Wo man die, also mit dem Nokia, alten Nokia, boah. Hey, da ist er.
Damit das auch jeder sieht. So, jetzt halte ich das mal hier hin. Da. Das Problem war jetzt nicht, dass die SIM-Karte nicht richtig drin war. Das Problem ist, dass wenn das Gerät im Betrieb sich befindet, dann kann man nicht einfach die SIM-Karte hin und her schieben. Das merkt er irgendwie nicht. Gerät nochmal ausmachen. Also ich kann es hier auch nochmal zeigen. Oh, falle ich bald vom Stuhl. Da, alles gut. So, und fertig habe ich meinen Adapter. Und jetzt mache ich hier mal den Deckel drauf. Und ich kann das auch, ich habe es gestern schon benutzt. Wollte das jetzt nochmal zeigen. Da verrutscht auch nichts. Alles gut. So ein Adapter kostet 4,50 Euro. Entweder man möchte sich diesen Adapter sparen oder man muss eine Notlösung ganz schnell herschaffen. Ja, ich habe gezeigt, dass es funktioniert und viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann. Ciao, ciao.